Steckst du ein, kommst du rein. Bleibst du stehen. Alles klar. So, dann gucken wir mal, was... Alles klar. 2 Minuten anhalb Verspätung, das ist ja mal wieder... Machst du mal die Tür zusammen? Ganz schön. So. Jetzt fall mir nicht ins Wort hier. So, nee, ich hoffe mal, dass wir diese Zeit wieder rausholen. Da müssen wir gleich mal 1, 2 Haltestellen auch hoffen, dass da keine Fahrgäste dran sind. Also darstellen. Du weißt schon, was ich meine. Ja. Würde mich auch mal freuen, wenn ich wieder grün werden würde. Fahr mal ein bisschen vor hier. Ah, siehst du, wenn man von Tobi spricht hier. So. Da will keiner einstellen. Perfekt. Ja, auch keiner einstellen oder ausstellen. So, dann müssen wir langsam eigentlich die Zelle wieder aufgeholt haben, hoffe ich mal. Ob das dann ist, werden wir sehen, wenn das Licht angeht. So, wieder eine rote Ampel. Ach, das kennt man ja gar nicht. Wieso? Oh, nee, ist ja grün. Hoho. So, schick, schick, schick. Wie viele Haltestellen haben wir jetzt schon über... Oh mein Gott! Puh! Ich würde sagen, das war haarscharf. So. Ich würde sagen, an der nächsten Haltestelle werden wir mal anhalten. Um mal zu schauen, was für eine Verfrühung, Verspätung, was muss ich haben. So. Aber ich muss sagen, eigentlich so von Anhieb gefällt mir die Strecke. Auch wenn die übertriebenst lang ist. Trotz allem gefällt die mir eigentlich recht gut. Muss man dazu sagen. Das kommt nicht oft vor. So. Einmal scharf nach rechts, bitte. Oh mein Gott. Mann, wie ich mich immer erschrecke, wenn ein Auto mir entgegenkommt.
Verdammt, verdammt, verdammt. Einmal nach links bitte. Was zum... Ach, weißt du was? Ich werde gar nicht mehr darauf reagieren, wenn die überhaupt aussteigen wollen. Weil ich einfach mal verdammt nochmal nicht weiß, was ich da bitte gerade wieder falsch gemacht habe. Das ist so penibel, ist doch unglaublich. NE78 nach links, alles klar, wird erledigt. Doch hier pfeifen. Was für ein Weg, ey, unglaublich. Wie kommt ihr mir jetzt entgegen? Gut, der kommt mir jetzt oder nicht? Ich habe es gerade gedacht, der kommt mir jetzt entgegen. Gott, dann hätte ich jetzt wirklich dezent ein Herzinfarkt bekommen. Ja, nichts gemacht. Jetzt werden alle aussteigen, wa? Hab ich recht. Ja, natürlich. Und unseren könnt da halbe Stunde warten. Oder noch so, nicht so, noch länger. Och, ey, ist doch nicht mehr. Das ist nicht feierlich. Ich habe eine... Warte. Ups, oder falsche Taste. Eine Verspätung von 4 Minuten 1. Ich weiß gar nicht, wie ich es nur einholen soll. Nichtsdestotrotz, werden wir weiter ordentlich fahren. Da werde ich mich diesmal echt nicht täuschen lassen. Das ist mir jetzt egal. Das ist mir jetzt echt egal. So. Müssen sie eben warten. Ist mir real. Mensch. Ja, eine Katze ist das wirklich. Eine Schranke, ob die aufgehen wird? Ach, ich bezweifle es. Oh. Oh. Oho. Oh. Da habe ich mal was Neues in Omsi gelernt. Eine Schranke kann auch aufgehen. Bremse ich gerade die ganze Zeit doof? Das kann mir nur der liebe Gott erwähnen. Sagen. Wie auch immer. Hallo. Hallo. So, ich muss jetzt noch... nach rechts, ja. Richtig. So. Auto kommt nicht. Das ist schön. Ganz gemächlich rüber. Jetzt sind wir jetzt rum. Werde ich mal ein bisschen hier auf den Gas drücken und es ist rot. Dann mach es. Fahr Auto. Mann, ey. Verdammte Kacke hier. Das kann doch nicht wahr sein. Immer nur am Pöbeln. Und rote Ampel bekommen wir auch nur durchgehend. Geil. So muss das ablaufen. Und er denkt auch, er hat einen Panzer. Nice. So. Haha, ich sehe gar nichts. Ich sehe einfach mal nichts. Jetzt sehe ich wieder, das ist schön.
Und da kommt mir ein Bus entgegen. Alter, war weiter. Oh, meine Güte. Fahr jetzt da einfach mal lang, ne? Also, ich hoffe ja mal, dass es richtig ist, wie ich jetzt hier lang fahre. Werden wir sehen. Wenn nicht, denn nicht. Wenn doch, denn doch. Ja. Mal ein bisschen Gas hier geben. Mal kurz mal nebenbei hier raufgucken. 4 Minuten. Ja, 5 Minuten. Oh, oh mein Gott. Hat doch niemand gesehen, oder? Also ich nicht. Alles klar, okay, wir sind doch richtig, so hoffe ich. Bisschen Gummi, 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 Gas. Oh, oh mein Gott, warum wird das nicht ausgeschildert? Oh Gott. Ohne mit solche Kurven werden nicht aus. Das glaubst du, Fräulein. Also, ich habe schon Fahrstunden gehabt. Ey, 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 ey. Danach wärst du in Rente gegangen. Das kann ich dir, schwarz-weiß auf Blatt Papier geben. Warum will hier keiner einsteigen? Mensch. Ich fahre das so perfekt. Oh, und keiner will mit mir fahren. Drückst aber ganz schön spät, Fräulein. Oder Herr, ja, oder... Hallo. Hallo, hallo. Sehe leider nicht, wie der gerade ausstellt. Ist so dunkel. So. Griesbach-Bahnhof. Es besteht Anschluss zur Linie NE77 Richtung Laufender Hauptbahnhof und Spründorf. Alles klar, dann wisst ihr Bescheid, wa? So, meine Damen und Herren. Muss mal kurz mal schauen, welchen Steig wir müssen. Steig 1, alles klar. So, jetzt werde ich mal grün hier. Jetzt werde ich hier unnötig. Hier haben wir noch Verspätung, 4 Minuten. Das Bittere ist halt da dran. Es ist eine Nachtlinie. Heißt, ich kann. Bist du ja nicht ich kann, sondern muss vielleicht jede vierte, jede fünfte Haltestelle anhalten. Und das bedeutet. Ich muss meinen Steig suchen. Drei. Und das bedeutet. Wie kriege ich es zum Teufel? Fängt diese Kacke wieder an. Ernsthaft, ey, was ist das denn? Musst du nur einmal rumfahren. Steck 1, Steck 2 und dann Steck 1. Und wie bekomme ich es immer wieder hin, dass ich einfach mal zu spät komme? Wie zum Teufel krieg ich das hin? Jetzt darf ich wieder. Hallihallo. Guten Tag, ist gut gesagt. Guten Abend, bitte. Also zurück war das, glaube ich, ne? Ja, wie ich das immer hinkriege, dass ich bei einer Nachtlinie, das hinbekomme, zu spät zu kommen. Das ist doch, nicht normal. So, jetzt haben wir es richtig. Passt. So, jetzt haben wir wieder trotzdem wieder Verspätung. Wie mich das freut. Da müssen wir jetzt wirklich ein bisschen hier ufte. Auf den Anschluss zur Linie NE77 Bergsiedlung.
auf dem billigen letzten. Ja, habe ich. Im Lotto bei Stub. So. Ach, Mann, ey. So. Ah, zum Glück habe ich nicht gehört. Kommt er noch einer? Ne, kommt er nicht. Wir müssen mit einsteigen. Oh mein Gott, wo kommst du? Ey, Alter. Schön. Weißt du, jetzt spuckt die Omi mir noch nicht mal im Nacken, sondern die streckt mich hier mitten auf der Straße. Steht die? Ey. Oh Gott. War doch. Da verschlucke ich mich ja glatt. Ey, hab ich mich gerade erschrocken. Oh mein Gott. Also, das war jetzt echt nicht nett hier, ne? Alte Trottel. Alte Trottel. Ein bisschen Gummi geben hier. Schön. Stellen sie aus, dankeschön. So. Stehen wir hier wieder an der roten Ampel. Mal wieder. Und kann sich nur um Stunden handeln, bis ich mal grün bekomme. Och, Mensch. So. Everybody, da. So, ja, ich muss mal die Handbremse lösen. Ach, wie schön, dass keiner weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Da. Wow. So, eine geile Baustelle. Das muss man mal sagen. Will jemand einsteigen? Kommst du nicht, tschüss. Oh, hier ist ein schöner Hill. Sollen wir einsteigen, aussteigen? Nein. Schau! So, warte mal jetzt. 6! Ich fress gleich einen Besen. Es kann doch nicht weiß sein, statt weniger. Ich warte mal jetzt. So, Leute. Charlotte und Klinik. Also ich bitte euch, ja, das ist ja. Hallo. Hallo. Ach, Leute. Hätte Kusch. Oh. Ich werde die Omi nicht überfahren. So, das. Ach, ich richte mich jetzt einfach nach der Ampel.
Das mache ich. Ja, ich richte mich jetzt noch der Ampel, außer die andere Ampel wird früher grün. Dann richte ich mich noch her. Na, was wird früher grün? Na, komm schon. Sag es mir. Sag es mir. Yeah. Ene, mene, mo. Und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Ach, komm schon. Hallo, werd grün. Oh, du bist grün. Alles. Falsche Taste. So. Ja, das passiert, wenn man nicht richtig auf die Schilder achtet, was da so steht, wo man lang muss. Ja, das kann aber auch nur mir passieren. Das ist standardmäßig. Aber irgendwie muss ich mal von meinen 6 Minuten hier Verspätung wegkommen. Kann nicht sein, dass ich jetzt durchgehend 6 Minuten Verspätung habe. Oh, 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 oh. Einfach ignorieren. So, perfekto. Brauchst eine Tüte, komm nach vorne, kriegst du. Hallo. Hallihallo. Ja, wie zum Teufel soll man dann auch bitte diese verdammte Zeit wieder aufhören, wenn man durchgehend rot bekommt? Wie zum Teufel soll das gehen?